Das ist jetzt auf jeden Fall wieder einer von den neueren Aufliegern. Den anderen, den ich dran hatte, das war ja der, die mit der 10er Nummer sind. Also ab 800 ging es sozusagen los, 801, 802 etc. Und 813 ist also relativ neu. Der 808, den ich dran hatte, der hat natürlich schon arg gelitten. Das ist halt, wenn man die Auflieger tauscht, dann sind die einfach, ja, da leiden sie einfach mehr. Der hat natürlich auch schon ein paar Kampfspuren da und so, aber ist halt einfach noch ein Jahr neuer als der 808, den ich jetzt die ganze Woche dran hatte. Jetzt muss ich hier noch kurz die Paletten holen, 27 Stück. Da kann ich wohl direkt ans Tor fahren, ans Richtige, und dann geht's ab nach Hause. Die Leerpaletten habe ich dabei. Jetzt fahre ich mal nach Hause, bin ich um 18 Uhr, kein Stau, nix. Traumhaft. Eieieiei, du schneidest aber die Kurve auch, als ob du mich als Schuhmacher wärst. Junge, Junge, ey. Die Leute, echt. Nein. So, jetzt fahre ich heim. Morgen ist der Plan, zweimal Leerpaletten wegbringen, einmal Palettenschulden ausgleichen und dann halt die restlichen Paletten versorgen. Und dann lade ich ja wieder Desio, glaube ich, habe ich schon gesagt. Und das heißt, ich bin am Freitag früh in Italien. Wenn alles gut läuft, schaffe ich es am Donnerstagabend wieder auf meinen Parkplatz da. Das hat ja bis jetzt immer geklappt. Wäre schön, wenn es morgen auch klappt, weil dann habe ich am Freitag nämlich die komplette Lenkzeit zur Verfügung. Und schaff's dann vielleicht am Freitagabend noch nach Hause. Jetzt muss man halt mal gucken, wie das da alles läuft, auch was ich für eine Rückladung habe. Wenn ich natürlich drei Ladestellen habe, dann wird es wieder eng. Und wenn ich nur eine Ladestelle habe, dann ist es relativ gut machbar. Aber es hilft ja jetzt nichts, jetzt hier ewig drüber zu spekulieren. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ein neuer Tag beginnt hier. Ich bin jetzt schon kurz vor. Na, wo bin ich denn hier? Im Engelbergtunnel. An die Leute, die ihn kennen. War ja zu Hause. Ab heute Morgen. Heute Morgen um 6.30 Uhr bin ich losgefahren. Ich habe jetzt für 50 Kilometer eine Stunde Lenkzeit gebraucht. Das ist natürlich wieder eine große Klasse. Weil da Raum Stuttgart mit Berufsverkehr und so weiter, das ist halt einfach immer ätzend, bis man da mal durch ist. Aber jetzt habe ich es gleich geschafft. Oder werde ich mal die 7 Paletten bei Nummer 1 los. Dann muss ich ja noch zur zweiten Firma. Aber ist alles gut. Das war jetzt hier gerade auch schon wieder so ein Laden. Ach, da kriegst du echt die Krise. Gehst rein, sagst freundlich morgen. Sag schon niemand was zurück. Da weißt du direkt Bescheid. Und dann sage ich so, ja, ich will dir 6 leere Paletten abgeben. Das erste, was kommt, ist kein Morgen zurück, was weiß ich, sondern nur ein, dafür bist du zu früh. Dann waren sie aber doch irgendwie so nett und haben mir die Paletten jetzt gerade doch noch abgeladen. Aber es ist halt, man hat auch keinen Platz auf dem Hof und nichts. Es ist wirklich echt Katastrophe. Jetzt muss ich mal noch gucken, wie ich hier wieder aus dem Loch hier rauskomme. Und dann fahre ich ja noch nach zum Bau da und bringe dann restlichen Paletten weg. So, es ist halt hier, das ist allein schon die Ausfahrt, sagt ja schon alles, ne? Also es ist wirklich kein Platz und nichts. Schlag auf Schlag geht's weiter. Ich bin jetzt schon auf dem Weg zu meiner Italien-Lagestelle, Desio. Ihr wisst ja, ich war gerade noch in der Kantine bei dem Kunde, wo ich war, weil ich habe eigentlich mehr als genug Zeit. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt so früh angefangen habe. Zumal das ja bei der ersten Abladestelle da, bei der ersten Palettenstelle, wäre ich ja eh zu früh gewesen um 8 Uhr. Oh Mann, echt. Jetzt mache ich die Tanks nochmal voll in Ludwigsburg und dann gehe ich laden. Ich finde die Tankstelle hier übrigens ein bisschen kritisch. Also hier kommt nämlich Benzin raus. Und nur aus dem LKW, aus der LKW-Säule kommt Diesel. Aber wenn man jetzt hier nicht aufpasst, kann es halt durchaus sein, man tankt sich halt mal eben Sprit, also Benzin, statt Diesel. Da gibt es irgendwie keine so wirkliche Sicherung. Eben hier steht es nämlich nochmal.
PKW ist super und Diesel ist Diesel. LKW ist dann Diesel. Ich hätte es nicht so gemacht vom Design her, aber gut. So, jetzt relax ich auch mal. Es ist jetzt 9:30. 10. Ich habe mich gerade angemeldet. Also ich denke um 12 oder so geht's weiter. Das ging jetzt erstaunlicherweise schnell. Ist erst 10.40 Uhr. Ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass ich länger warten muss. Aber soll mir natürlich auch recht sein, wenn sie jetzt schon so weit sind. Ich stehe jetzt an der Rampe und ihr wisst ja, jetzt ist erstmal Kaffeezeit hier. Was nehme ich denn heute? Ich glaube, ich nehme so einen Milchkaffee. XL. Rucki zucki geht's heute voran. Erstaunlich, es ist 12.30 Uhr. Ich habe schon geladen. Heute musste ich allerdings viel gurten. Also ich habe jetzt ziemlich viel Material drauf. Und hier dieser LKW da. LKW inklusive Auflieger steht da schon seit keine Ahnung wie viel Monaten stillgelegt. Also man sieht ja, der hat da überall so Siegel drauf und sowas. Ich frage mich mal, wann der da weggeräumt wird oder abgeholt wird oder was auch immer. Ich muss jetzt auch schön auf die MRN-Nummer warten für das T2. Das hole ich dann da in dem Gebäude da rechts. Und dann geht's ab Richtung Italy. Und so wie es jetzt aussieht, schaffe ich es auch bis da runter. Also wenn das jetzt hier 20.02 Uhr ist, jetzt Ankunftszeit in Italien wohlgemerkt, da kommt dann noch eine Dreiviertelstunde Pause drauf. Das heißt 8:45, das schaffe ich dann locker. Na, wer kennt diesen Zollhof? Ist ja nicht so, dass ich hier noch nie gewesen wäre. Ich habe jetzt gerade noch eine Wartezeit, beziehungsweise Pausenzeit. Ich schreibe jetzt hier noch diesen Zettel, den ich nachher an der Grenze brauche. Da muss man ja immer die Sachen vom T2 übertragen und dann kann ich nachher in Chiasso, zack, zack, muss ich bloß aussteigen, das Ding abgeben oder abstempeln lassen und dann kann ich direkt weiter düsen.
jetzt hoffe ich halt, dass diese verschissene DAF-Automatik nicht wieder in den Automatikmodus geht, weil das hat dieses Teil manchmal an sich, dass es genau in den Situationen, in denen man ein Hochschalten absolut vermeiden will, dass dieses wunderbare, wunderbar programmierte Steuergerät dann einfach ohne Grund wieder in den Automatikmodus wechselt und hochschaltet. Und dann steht man halt da, weil das war jetzt gerade wirklich rutschig. Also an der einen Stelle, ich weiß nicht, ob man sieht, aber gesehen hat, aber dem Vordermann vorne ist auch rechts kurz der Arsch weggegangen und mir ja auch. Ja, also das Runterfahren wird jetzt gleich auch noch lustig. Ah, jetzt ist das... Ich hasse es. Ich habe eine Sekunde nicht aufgepasst und schon ist der Karren im Automatikmodus. Das gibt's doch nicht. Das gibt's echt nicht. Ja, ich muss den jetzt dichter aufhauen, wenn ich jetzt langsamer tue. Ja, ja, jetzt ist es schon wieder hier am Rutschen. Ich habe es tatsächlich in den Bernardino geschafft. Noch ein paar Kilometer Tunnel und dann wird es wirklich interessant. Dann muss ich nämlich auf der anderen Seite runter. Und die Sache ist ja, das Hochfahren ist ja eine Sache. Im schlimmsten Fall bleibt man halt stehen und kommt halt nicht mehr hoch. Aber beim Runterfahren kann es einen halt wirklich verhageln. Wenn man es da übertreibt und von der Kurve nicht mehr bremsen kann, ciao. Ich muss jetzt halt extrem vorsichtig mit dem Retarder umgehen. Am besten eigentlich gar nicht benutzen, aber jetzt alles mit der Fußbremse bremsen ist halt auch nicht optimal. Und der Winterdienst macht ja auch echt gute Arbeit, also muss ich wirklich sagen, die Seite ist super geräumt hier. Die Jungs sollten mal am Simplon passt, da sollten die mal Praktikum machen, dass es da auch mal läuft. So, das sollte jetzt einigermaßen schnell gehen hier. Ich habe ja alles schon vorbereitet. 3,78654 Kilometer. So, das waren jetzt hier keine 5 Minuten, 7 Minuten mit Pinkelpause. Ist der Quatsch hier erledigt. Aua, 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 aua. So, jetzt kommt auch keine Schlagnähe mehr. Finito, finito. Ich habe jetzt lenkzeitmäßig, ja, 9,5 Stunden Lenkzeit. Oh, bin auch ziemlich K.O. Ich meine, heute Morgen 6:30 in Tübingen gestartet, jetzt um 9 in Desio. Alles innerhalb des legal machbaren.
Oh, ich hatte halt echt Schiss, dass der Bernardino da gesperrt wird. Aber jetzt hat es ja noch geklappt. Hoffen wir morgen einfach mal auf besseres Wetter. Ich will jetzt Zähne putzen und dann knick knack ins Bett schlafen. Morgen um 7:30 werde ich bei denen aufkreuzen, weil ich muss die ganzen Gurte erst noch wegmachen, bevor ich entladen kann. Und dann mache ich die Seite auf, und wenn die Seite offen ist, dann lasse ich das direkt da von der Seite abladen. Zumindest die Sachen, die doppelt stehen, da brauche ich nicht da mit dem Handtuchwagen so viel rumhantieren. Und es geht auch ein bisschen schneller, denn morgen kommt es auf jede Minute an. Ich hoffe mal, ich habe vernünftige Rückladung. Ich habe jetzt noch nichts bekommen, aber ich hoffe einfach mal, dass es einigermaßen geht und dass es nicht so viel ist. Vielleicht maximal 2 Ladestellen oder so, das wäre top. Weil ansonsten wird es ja Samstag, bis ich nach Hause komme. Und da habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Freitagmorgen, 7:45. Die sind zwar erst ab 8 Uhr da, wisst ihr ja, aber da ich die Seite aufmachen muss, um die ganzen Gurte und sowas wegzumachen, fahre ich da schon mal ein bisschen früher hin. Und dann hoffe ich mal, dass das heute alles klappt, dass meine Rückladung nicht so weit auseinander sind. Und dann wird heute richtig Gas gegeben, aber richtig. Weiter geht's im Text endlich. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen warten müssen, leider. Ich fahre jetzt mal wieder, ja, nach Canzo oder auch Cazzo, wie ich es ja gerne nenne. Da bin ich um kurz vor 11, das heißt, da kann ich auch noch locker flockig laden. Da bekomme ich 8 Lademeter, 15 Tonnen. Und dann habe ich auf jeden Fall noch eine zweite Ladestelle. Die habe ich aber noch nicht bekommen. Das Gute ist, Canzo ist schon mal in der richtigen Richtung, also ich fahre jetzt nicht von der Heimat weg. Ich weiß noch nicht, was sie da in der Nähe als zweite Ladestelle ausgegraben haben. Da lügt der Lachs heute. Meine Laune bessert sich ein bisschen, aber wirklich gut ist sie noch nicht. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur zweiten Ladestelle. Da kann ich ja erst ab 14 Uhr laden. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Ich bin jetzt 13:17 da und von da hätte ich dann 9 Stunden zu fahren bis nach Hause. Das Problem ist natürlich jetzt, dass mir von der Lenkzeit her wird es mir sogar reichen. Alter, kannst du mal deine Schnauze halten. Aber die Schichtzeit ist halt das Problem. Ich habe ja um 7:30 angefangen, weil ich gedacht habe, ich fange lieber früh an. Dann habe ich auf jeden Fall genug Puffer, kann auch vor Mittag zum Beispiel laden. Aber das war jetzt natürlich ein bisschen Fehler, weil ich ja viel Zeit verdattet habe. Heute Morgen habe ich ja fast eine Stunde gewartet, bis ich mal wusste, wie es überhaupt weitergeht. Das hätte ich mir also alles sparen können. Ja, danke, dass du geblinkt hast, gell? Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Hätte ich ja locker rausfahren können. Jetzt aber, die zwei haben es gecheckt. Ich bin jetzt hier irgendwo im Nirgendwo und suche die Adresse. Ich habe es jetzt gerade auch in Google Maps eingegeben. Also ich muss wohl noch ein... Nee, das muss eigentlich das hier sein, aber wo ist da jetzt die Einfahrt? Ist das hier? Ich glaube, ich fahre einfach mal weiter zur Not. Fahre hier halt zurück, hier ist ja kein Verkehr. Also. Ah, die haben da sogar eine Schranke hingemacht. Ja, wie stelle ich mich jetzt am dümmsten hin? Das ist natürlich die große Frage. Uhr. Ich rechne jetzt spaßeshalber mal die Strecke nach Hause. Aber das wird mir von der Schicht. Aber wobei 20:33 Uhr. Eine halbe Stunde jetzt noch warten. Wie viele Stunden Lenkzeit? 7, glaube ich, oder? 7,5. Gut. Jetzt habe ich weg 2. Ja, ich sag ja, 9,5 Stunden Lenkzeit hätte ich dann in zu Hause. Und jetzt habe ich noch 2 Stunden Schichtzeitpuffer.
Also, wenn es jetzt richtig krass gut läuft, was ich mal nicht glaube, dann wird es mir sogar noch reichen, aber es wird halt sau spät. Also, ich muss halt noch eine Pause machen, das heißt 21.15 Uhr und 22.30 Uhr ist Schicht im Schacht. So, jetzt stehe ich aber hier noch bestimmt, ja, bis es mal vorangeht, 13.30 Uhr anmelden, bin ich vielleicht um 14 Uhr geladen. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das ging hier knick-knack-mäßig. Alles war fertig, alles bereit. Jetzt geht's ab nach Como, zu Como-Box. Wisst ihr ja, T2 machen, so wie immer. 15.15 Uhr in Como. Dann dauert es da 10-15 Minuten, je nachdem wie viel halt los ist, bis ich das T2 habe. Mal gucken. Das war gerade auch echt eine krasse Firma. Also das bin ich gar nicht gewohnt von so italienischen Firmen, dass das da innen alles top modern sah von außen. Natürlich, das ist normal, von außen sieht das alles immer ein bisschen runtergekommen aus. Aber innen ganz neue Anlagen, war echt krass. Der Lachs lübt heute, ja, er lübt richtig. Ich bin schon in Como. Comon Sava. Oh Gott, oder auch Como Stai. Oh, das wird ja immer schlimmer. Die Witze sind so schlecht, versteht wahrscheinlich eh keiner. Naja, jetzt gibt es ein wunderschönes T2 für mich, aber es ist glaube ich, oh, da ist glaube ich ziemlich viel los, das heißt es wird ein bisschen dauern. Zack, zack, da wären wir schon in der Schweiz. Die haben gerade, ich war richtig schön flott durch den Zoll, 2-3 Minuten gebraucht oder so. Und dann haben die mich bei der Ausfahrt kontrolliert, haben meine Höhe gemessen, haben die Kilometer kontrolliert, ob ich da die richtigen Kilometer reingeschrieben habe. Also, das hat mich jetzt 5 Minuten wieder gekostet. Dabei ist heute doch jede Minute, da ist jede Minute kostbar heute. Was ich mich jedes Mal im Bottertunnel frage, ist, warum das den Autofahrern so verdammt schwer fällt, hier einfach 80 zu fahren. Ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich hier durchfahre, so einen Pkw-Fahrer vor mir, der es einfach nicht checkt. Da vorne, ja, man sieht es ja hier, fährt 70, 60, 70, 72, vorne ist 80 gefahren, jetzt fährt er wieder nur noch 65. Es nervt einfach. Da wären wir schon bei Erfolg und ich mache jetzt hier mal meine nächste Pause, 4 Stunden 6 Lenkzeit weg. Ich gehe da auch duschen, da kann man ganz gut duschen, es kostet auch nicht so viel. Und dann werde ich mal die restliche Etappe noch angehen. Ich habe jetzt auch mal gefragt, also ich soll den Auflieger abstellen in Reutlingen, aber ich habe gefragt, ob ich den nicht auch bei mir daheim absatteln könnte, dass der Kollege den da holt, weil sonst muss ich ja noch nach Reutlingen und dann wieder noch mal nach Hause. Und das wird sowieso schon so arg knapp, aber ich denke mal, das geht klar. Parkplätze gehen auch klar. Jetzt stelle ich mich direkt hier hin. Ich war hier schon mal duschen, das war eigentlich ganz okay. Ich muss gerade nur noch mal schauen, wo ich da hin muss. 4,63 Euro. Aber hier ist es sauber. Eine echt klasse Dusche. Zwar teuer, aber sauber. Warmes Wasser. Etc. pp. Jetzt gehe ich mal kurz in den LKW und guck, was die Uhr sagt. Von Pause her und so. Zack, 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 schon wieder in der Karre und weiter geht die wilde Fahrt. Ich muss jetzt doch nicht nach Reutlingen, also das habe ich gelöst. Ich kann jetzt mit dem Auflieger direkt nach Hause. Macht ja auch Sinn, weil sonst fahre ich ja mit dem Auflieger nach Reutlingen, fahre dann die Strecke wieder zurück und fahre am Montag dann wieder nach Reutlingen. Das ist ja Quatsch. Also ich lasse den Auflieger jetzt dran, park zu Hause ganz normal, gehe nach Hause und am Sonntag fahre ich dann mit Auflieger nach Reutlingen, Sattel um, am Montag früh. Und dann geht's mal in eine andere Richtung. Ich fahre mal nach Ingolstadt. Schön. Und vielleicht nach England. Auf jeden Fall ist meine Laune jetzt wieder auf dem Normalniveau angelangt. Hat man vielleicht auch gemerkt, aber ist natürlich trotzdem die Jenseitsfahrerei. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich das tatsächlich irgendwie schaffe. Aber ich habe sogar noch eine Dreiviertelstunde Schichtzeit Puffer. Also ich habe jetzt Ankunftszeit 22 Uhr. Direkt
direkt bei mir zu Hause und komme da sogar mit einer 9er Lenkzeit hin, oder? Ja klar, 6, ja, ich komme mit 8 Stunden 59 komme ich an. Ich habe jetzt noch 2,51 zu fahren. 6 Stunden 8 habe ich weg. Krass. Eigentlich meine 10er Lenkzeit noch gebraucht. Ja, hier, ey. Zack, zack. Junge, lass fliegen. Lass fliegen. Es hat halt heute auch alles nur geklappt, weil es irgendwie, obwohl ich doch noch ein bisschen Standzeit hatte, ich musste ja warten bei der ersten Haltestelle wegen dem Moränen, der da vor mir war. Und dann hatte ich ja davor, das war bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann habe ich ja noch gewartet, bis mir die Dispo-Anweisung gegeben hat. Das war also auch nochmal eine halbe Stunde. Dann war die Mittagspause bei der zweiten Ladestelle, wobei die mich ja zum Glück eine halbe Stunde, also ich hätte ja erst um 14 Uhr da sein sollen, bin aber in weiser Voraussicht eine Stunde früher hin, beziehungsweise halt die so hingefahren, wie es halt mir gelangt hat. Das ist jetzt genau die halbe Stunde, die mir jetzt den Arsch rettet, weil sonst wäre es wirklich knapp geworden. Dann wäre es nämlich 22.30 Uhr und heute Morgen, ja, das wäre dann echt eng geworden. Ich hätte es ja nicht gedacht, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin jetzt zu Hause, die letzten Meter. 8 Stunden 48 Lenkzeit, heute Morgen in Desio gestartet. 2 Ladestellen gemacht. Ja, ein bisschen noch gewartet. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer es waren. Jetzt muss ich nachher mal in meinem Buch gucken. Weil ich habe ja so eine Art Tagebuch, wo ich mir alles immer aufschreibe. Dann gucken wir mal, wie viele Kilometer das heute waren. Also doch noch einiges geschafft. Ist natürlich jetzt sau spät geworden. Aber so ist es halt. Ich hoffe, nächste Woche klappt es mit England. Müssen wir mal gucken. Da habe ich es halt schon verraten. Das ist natürlich die Überraschung weg. Aber so ist es halt. Montag geht es ja erstmal nach Ingolstadt. Das heißt, 4 Uhr losfahren. 4 Uhr Abstart. Oh Gott, man merkt ja, es ist spät, ich kann mich nicht mehr artikulieren. Laber nur noch Scheiße. Ich gucke jetzt auch, wie viele Kilometer das waren heute und dann verabschiede ich mich. Ihr wisst ja, ich sag's jetzt schon mal, falls ich es vergesse, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zur neuen Folge. Na, bleib stehen. Freddy's Fernfahrwoche. Verstand. 378, 689, jetzt haben wir 379, 323. So, ich glaube, das mache ich zum Taschenrechner. Ich mache es normalerweise, rechne ich das in meinem Kopf, aber jetzt ist es so spät. Ich glaube, das kriege ich gar nicht mehr hin. Rechner. 628 Kilometer mit einer 9er Lenkzeit. Und ja, einer langen Schicht seit Stunden. Nur 628 Kilometer ist natürlich schon ordentlich, finde ich. Dafür, dass ich noch ein paar Ladestellen hatte und durch 3 Länder gefahren. Naja, ihr wisst ja Bescheid. Däumchen wäre Träumchen, habe ich schon gesagt. Bei der nächsten Folge einschalten. Es geht immer weiter. Es geht auch langsam, aber sicher auf die neue Zugmaschine zu. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao.